Hallo, mein Name ist Emil und heute geht es schon wieder um das Coronavirus. Ich war mit meinem Team in der Stadt und wir haben ein paar Fotos gemacht. Und wir haben einen Gast heute im Studio, Herrn Oberbürgermeister Schlatterer. Aber jetzt erstmal in die Stadt. Hier ist meine Schule und da oben ist mein Klassenzimmer. Aber heute ist nichts los, wie die ganze Woche. Alle Spiel- und Sportplätze sind auch gesperrt. Keine Kinder hier, alles leer. Auch auf diesem Sportplatz sind keine Kinder. Nicht mal ein Ball. So viel zu den Eindrücken aus der Stadt. Aber jetzt zu unserem Studiogast, Herrn Schlatterer. Wie finden Sie denn die Lage in Emmendingen? Hallo, liebe Schüler von der Fritz-Böhle-Grundschule. Und vor allem hallo, lieber Emil. Ich freue mich, dass du mir geschrieben hast. Tja, das tägliche Leben bestimmt bei uns zurzeit ein winzig kleiner Virus, der Coronavirus. Er ist sehr, sehr ansteckend und vor allem auch für Menschen, die schon krank sind und ältere Menschen, sehr, sehr gefährlich. Deshalb mussten wir das Leben in der Stadt ziemlich zurückfahren. Kindergärten und Schulen sind geschlossen, Spielplätze mussten geschlossen werden und sogar Geschäfte darf man nicht mehr betreten. Das alles dient aber nur, damit sich der Virus nicht weiter ausbreiten kann. Und es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Wann wir wieder alles öffnen können, weiß ich aktuell noch nicht. Das hängt tatsächlich davon ab, wie sich die Krankheit ausbreitet oder auch nicht. Jetzt hilft nur noch eins, durchhalten, wir schaffen das gemeinsam. Also Kinder, durchhalten. Tschüss, euer Emil.